So, da sind wir wieder mit vollen Lebenspunkten. Das war eben aber echt viel zu knapp. Da waren die ganzen Steine, da ist eine Truhe. Na gut, dann gucken wir uns doch jetzt mal auf der Seite um. Diese Magiepflanzen scheinen wohl irgendeine Art Seetang zu sein. Der lag hier überall auf dem Boden rum. Also wirklich alles von dem Labyrinth hier abgehen. Denn Mana können wir immer gebrauchen, weil wir uns dadurch ja auch heilen können. Wow, da ist einer, da ist noch einer. Aber der andere läuft an uns vorbei. Also die KI von den Gegnern ist manchmal ein wenig komisch. Der ist hier lang gelaufen. Ja. Aber hier scheint nichts auf dem Boden zu liegen. Nur da drüben bei den Steinen. Also ja, auch komisch. Ja, und noch einer. Spawnen die hier irgendwo? Oh, unsere Lebenspunkte sind schon wieder ziemlich runter. Ah, ja. Was? Warum haben wir gerade Schaden bekommen? Und warum zauber ich jetzt zweimal? Wie viele Heiltränke haben wir noch? Hier sind schon mal keine mehr drin, das ist nicht gut. Heißt, wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5 Heiltränke, das war's. Das ist übel, hätte ich nicht gedacht. Obwohl ich jetzt ein, zweimal pausiert hatte. Ah, hätten wir doch in einer unterirdischen Stadt bleiben sollen. Das hätte man ja nicht ahnen können. Ich dachte echt, weil die Hauptquest uns hierher führt, ist es hier einfacher als da drüben. Aber nicht wirklich. Na gut, was sagt die Karte? Hier sind die Steine und die Kräuter. Da war die Herrin der See. Gehen wir doch mal zurück und gucken da lang. Da ist vielleicht ein bisschen ruhiger. Außerdem können wir über den Weg da noch ein bisschen Mana und Lebenspunkte regenerieren. Eigentlich wollen wir ja nur zu dem kaputten Schiff. Aber da wird es dann wohl noch schwieriger sein. Ups. Ja, hau uns in die Seite. Also sollten wir hier wirklich mitnehmen, was wir können. Auch wenn es anstrengend ist. Na komm, stirb schnell. Doofer Soldberg, komm her. Das war knapp. Also wir haben nur noch 5 Heiltränke. Wie viele Mana-Tränke haben wir? 1, 2 in einem Sack. Na gut, die verbrauchen wir mal. Mit etwas Glück finden wir noch ein paar hier auf dem Boden. Ah, ich wüsste aber nicht, was ich besser machen könnte. Also theoretisch, wenn wir von vornherein den Trick benutzt hätten mit dem Rückwärtsgehen und ich es seitdem auch ein bisschen mehr geübt hätte, hätten wir ein paar Heiltränke mehr, aber wirklich viele auch nicht. Das Spiel ist echt ganz schön hart gestrickt. Außer ich habe irgendwas Elementares verpasst, wie ein Heiltrankhändler oder sowas in der Richtung. Und zurück. Also eins, zweimal und zurück klappt, wenn es gut getimt ist. Ah, das war nicht gut getimt. Zwei und... Wir sind reingekommen, unten rechts. Das heißt, oben links ist der Ausgang. Oh, ein Teleporter. Am Anfang war auch ein Teleporter, oder? Ne, einer ist in der Mitte. Ah, na gut, speichern wir mal ab und gucken da mal rein.
12. So. Und wir sind nahe dem Eingang. Was ist denn das? Oh, Gegner. Kommen wir denn durch bis zum Eingang? Ja, theoretisch könnten wir jetzt wieder raus. Aber ne, den nehmen wir noch mit. Aber ich weiß nicht, in der unterirdischen Stadt war es fast genauso schwer wie hier. Gehen wir raus hier. Es macht keinen Sinn. Ich meine, da unten ist noch so viel, was wir erforschen können. Oh, Magiestufe. Bluh. Was ist Fleischmagie? Wir hätten vorher mal gucken müssen, unter was der Heilzauber fällt, ha? Huh? Müssen wir das jetzt machen? Ja, ich kann es nicht abbrechen. Na, es klingt wie Fleisch. Gut, packen wir mal einen Punkt drauf. Im Notfall laden wir auf den Speicherstand von eben. Die Zaubersprüche waren hier. Sturm, Asche und Schlacke, Eis, Schädel, Bauen, Heilung. Gesegnetes Verweben von Wunden gehört zu den Disziplinen des Fleisches. Ah, schön. Glück gehabt. Gucken wir mal. Naja, haben wir nicht genug Mana. Also wir mussten da lang gehen, um dann nach rechts abzubiegen. Na gut, also gehen wir zurück durch den Turm, einmal rum, um dann wieder in die unterirdische Stadt zu kommen. Und da versuchen wir dann alle Geschäfte, die da waren, zu plündern, um so an ein paar Heiltränke ranzukommen. Oh, und wo wir gerade hier sind, könnten wir eigentlich dem Gargoyle noch kurz im Such abstatten. Obwohl wir eigentlich nicht die nötigen Rezepte haben, die nötigen Bestandteile für die Beschwörung. Aber wer weiß. So, du bist da unten. Ne, nichts Neues, schade. Oh, das können wir doch benutzen. Habt ihr das gesehen? Ja, so ein Mini-Fitzler, der regeneriert. Toll, ne? Aber dass das so hohe Variablen sind, also zwischen 1 bis 10 und keine Ahnung, 5 bis 100 ist schon recht ärgerlich. Wenn es denn eine 5 wird. Aber bei dem Spiel könnte man bestimmt gut ein Let's Play machen mit also einen Durchgang ohne zu pausieren und zu Lebenspunkte zu regenerieren und sowas. Aber ich weiß nicht, wie man das schaffen soll. Aber es wäre auf jeden Fall eine Herausforderung. So, nochmal vor und nochmal vor und dann rechts rum. Ah, wieder verklickt. Oh, obwohl, wir haben jetzt diese eine Perle, ne? Na komm, wo wir schon mal hier sind, mal wieder. Gehe ich jetzt wieder zu der Tür mit der runden Öffnung. Die war da hoch. Also hier rum. Ah, ist echt schade, dass die Sachen hier nicht respawnen, weil die Wachen hatten wenigstens Heiltränke dabei. Das war noch ein schöner Dungeon. Jeder zweite Gegner ein Heiltrank. Na okay, oder dritte. Darum. Ah, hier war die. Genau, da war der fliegende Schädel. Mana hat gerade so gereicht. Mal gucken, wie viel dabei rumkommt. Ha. Nicht wirklich merklich viel. Na, wo ist der Schädel gerade? Müssen wir überhaupt hier lang? Ja, darum. So.
So, da müsste gleich die Tür kommen mit der runden Öffnung. Genau da. Bitte, bitte, ich will hier nicht schon wieder umsonst reingelaufen sein. Das ist hier nicht richtig. Ah. Perle, federleicht. Na gut. Dann wieder zurück. Na, aber es gibt jetzt bisher in jedem Dungeon ein Gebiet, wo man nicht so weiterkommt. Wo man wahrscheinlich dann erst später... Ah, Glück gehabt. Wo man erst später zurückkehren muss. Also hier die Tür mit der runden Öffnung. Da kommen wir hier nicht weiter. In der dunklen Laterne haben wir den Gargoyle unten. Da brauchen wir auch zwei Gegenstände, die wir bisher nicht finden konnten. Also müssen wir dahin so auch zurückkehren. So kann es ja sein, dass jeder Dungeon eine Sache hat, wo man später zurückkehren muss. Was natürlich auch die Spielzeit schön in die Länge treibt, was für einen Spieleentwickler super ist. Also wir gehen jetzt alle Dungeons einmal durch, dann finden wir nach und nach Gegenstände und müssen danach jeden Dungeon nochmal durchgehen. Das macht das Spiel auch ein bisschen interessanter. Wenn man einfach so Schritt für Schritt jeden Dungeon durchgehen würde, Klar, es ist praktisch und einfach, aber so kann man halt so ein bisschen knobeln. Wo brauche ich jetzt welchen Gegenstand? Oder so wie ich jetzt zweimal zu einem Dungeon zurückzulaufen, nur um möglicherweise da bessere Gegenstände zu finden, die uns dann helfen, hier leichter voranzukommen. Das ist schon okay. So, jetzt gehen wir wieder an dem Krüppel vorbei. Genau. Und wo waren wir jetzt überall? Also außenrum sind die Fäuste geflogen und es gab 4 Teleporter und 4 Ausgänge. Und in der Mitte scheinen überall die Häuser zu sein, wo auch in fast jedem Haus eine Truhe ist. Also gehen wir einfach mal Schritt für Schritt die Häuser durch. Oh, oh. Hoffentlich hören die Flammen auch auf. Gut. Boah, ich hätte bei den Häusern bleiben sollen. Ah, ein neues Kreaturengeräusch? Oder? Oh, neues Steingeräusch. Ja, so können wir nicht weitermachen. Da. Eigentlich wollte ich 5 Heiltränke immer auf Reserve behalten, falls mal ein Bosskampf oder so kommt. Das heißt, ich werde jetzt wieder pausieren müssen. Wir sehen uns gleich wieder.